Hallo und willkommen zurück bei Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Wir hatten jetzt in der letzten Folge einen Seemann hier zu Besuch, der irgendwie eine Affäre mit der lieben netten Lady Brackenstall gehabt haben könnte, dürfte, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie Sherlock da drauf kommt. So, wir haben hier eine Aussage. Was haben wir hier? Crockers Mitschuld. Crocker lügt. Seine Unschuld ist offensichtlich. Mitschuld, nicht seine Unschuld. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suche. Das deutet auf seine Schuld hin, was? Captain Crocker war zur Tatzeit an Bord der Sharp. Er hat keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Können wir das machen? Naja, gut, das geht dann nicht. Komischerweise, obwohl es eigentlich passen würde. Ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus gesagt, ja. Naja, gut, dann ist er halt mitschuldig. Tja. Der Captain ist der Täter. Schauen wir mal. Sir Justus wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, so wie ein hochrangiger Seemann. Jack Crocker ist ein Mörder und Sie werden ihn und seine Komplizin. Nein, werden wir nicht. Die können von mir aus irgendwie wieder nach Australien segeln, zusammen und halt nie wiederkommen. Machen wir das genauso wie mit dem anderen Seemann auch. So, Gnade für Crocker. Die Tat wurde in Notwehr begangen, warum auch immer. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Genau. Blüpp. Ja. Deswegen, wir Wiggins, lassen. could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right Als away. ob der nochmal käme. Okay, anscheinend kommt er tatsächlich. Und zwar sehr, sehr schnell. Why did you make me Oh. come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. Huh. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her. For I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. Okay, das ist I was due to nachvollziehbar. set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed a monster out of love Oh. for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Wie jetzt? Nur jetzt? Wie? Hä? Ah! Ah. Okay, irgendwie habe ich wie gedrückt, obwohl ich hier alles gedrückt habe. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality.
Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Oh, komm jetzt. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Ja, was auch immer. I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? Mm-hmm. You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Okay, jetzt werden irgendwie drei mehr oder weniger Unschuldige verhaftet. Ach je, naja, okay. Also hat er sie jetzt einfach halt, er hat sich halt vorher gedacht gehabt, ihr wird's gut gehen, hat dann aber von ihrer Magd gehört, dass er halt dann doch irgendwie, dass es dann nicht ganz so gut läuft und dann ist er sie halt besuchen gegangen. Und das hat ihr Mann dann mitbekommen und ist dann auf sie los. Und der hat sie halt verteidigt, okay. Kann ich nachvollziehen. Trotzdem ein bisschen weit hergeholt. Weißt du, sitzt die da auf ihrem Schiff, wird nach England gekarrt. Und ja, so ein Seemann verguckt sich in sie und sie sich wohl in ihn. Aber sie heiratet dann trotzdem irgendjemand anderes. Ah, klar. So, Space 1616, Captain ist der Täter, ist richtig. Okay, Entscheidung bestätigen, fertig. Ja, ein bisschen sehr konstruiert das Ganze. Halt auch ein eher einfacher Fall. Ich weiß aber nicht, warum Lestrade so drauf jetzt angesprungen ist. Deswegen, Sherlock hat da jetzt auch nichts. Irgendwie keinen wirklichen Grund genannt, warum es irgendjemand anderes gewesen sein könnte. Irgendwelche drei, so nach dem Motto. Hier, Lestrade, geh los. Also die Randalls waren es nicht, aber es waren irgendwelche drei. Wenn du irgendwelche drei findest, wie kannst du einbuchten? Aus Gründen, die ich dir jetzt nicht nennen kann, aber auf jeden Fall, die waren's. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Ja, genau. Watson, you're early. Did you kill all of the horses? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. Was? But it wieso? Worked. We will have honey all year round. Ach nö. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. Do you have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on. Admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Ja, ich hoffe, die Bienen stechen Tobi nicht.
Wo? Was? Cube Gardens, okay. Wieso hat er da so Bienen in seinem, in seiner Wohnung? Hat er die immer? Wenn er hier meint, der hat dann halt einfach mal die Heizung hochgedreht, damit die Bienen nicht irgendwie in Winterschlaf fallen, dass er jetzt das ganze Jahr Honig hat. Also zuzutrauen ist es ihm ja, aber trotzdem, ein bisschen Baller ist er ja schon. Ach, der arme Watson, der muss ja auch da echt was mitmachen mit ihm. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful, but are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. So, okay, wir sind hier im Botanischen Garten. Achso, da sind schon direkt zwei Leute. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Hm. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the deputy director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glasshouse. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glasshouse. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally two students, Albert, whom you have met, and Miss White. Hm. Ja, ich war jetzt die ganze Zeit irgendwie ein bisschen verwirrt mit seiner Brille. Hattet die jetzt so dicke Gläser oder war die einfach nur dreckig? Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn. He died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glasshouse. Holmes? Yes. Just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Mhm. Of course, we understand. Okay, wir wurden eigentlich herberufen, um irgendwelche gestohlenen Pflanzen. Wer tut sowas eigentlich? Ja, den Fall eigentlich zu knacken. Und stattdessen war dann irgendwie ja 2 Tage vorher, beziehungsweise halt 1 Tag vor dem Diebstahl anscheinend, ist hier noch jemand umgekommen. Warum hängen hier Luftballons? Hinweisschild, ja. Do not touch. Do not touch. Ist nix mehr da zum Antatschen. The plants were here. All of them were stolen. Jo. Können wir hier noch halt? Pflanzenliste. Was haben wir denn da? Here is a list of the stolen plants. Hilft mir nicht weiter.
Carnivoros. Irgendwie fleischfressende Pflanze, irgendwas. Ja, die Diabolika. Aha, aha, aha. Biblis. Bla, bla, bla. Mhm. Okay, die scheinen sehr viel Wasser zu brauchen, die Bäume. Lalalala. Oh, hier können wir teen. Da. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Ja, ja, aber ich habe hier schon was. Scherben. Soil. It should have come from a flower pot. Aha, Blumenerde. Noch mehr Blumenerde? The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Das war's schon? Fragments of a flower pot. It fell down here. Ja, aber... Da ist noch was. Da. This pot was broken fairly recently. Da wieder zusammengesetzt? Recently fell down from these shelves and was misplaced. Fußspuren. Große schwarze Spuren, dünne schwarze Spuren. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The traces are thinner in some places. The footprints reveal that someone staggered here. Okay. Aber wissen wir ja eigentlich hier, das Opfer ist ja hier rein und ist an einem Herzinfarkt wahrscheinlich gestorben. Watson, standest du jetzt nicht eben hier links? This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Ja, sehr wahrscheinlich das Opfer. Als er hier irgendwie reingestolpert ist. So, ich kann aber immer noch teen. Ach so. Beschädigtes Türschloss. Mhm. The escutcheon was breached near the handle. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. The door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection room. Jo, werden wir auch dann machen. Haben wir hier noch irgendwas? Also mich lässt das jetzt hier mit diesem komischen Blumentopf nicht so ganz in Ruhe. Ah, hier können wir. These trees with their roots in water must originate from Louisiana. Ah yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Mhm. Haben wir sonst noch was Schönes? Also kann es sein, dass das hier irgendwelche Blumen und Pflanzen irgendwie aus Amerika gerne eher aus der südlicheren Gefilden ist? So, von hier. Ist das so eine gute Idee, da hinzugehen, wo es so komisch gelblich schimmert? Cape Colony. Haben wir hier noch was? Nee. Australien? Ja, in Australien, da gibt es nur Kakteen. Weiß ja jeder. British Honduras, da gibt es auch nur Kakteen. Singapur gibt es ganz komische Sachen. Und da sind British India gibt es noch komischere Sachen. Ja. New Zealand. Ja, da, aber da, nach, da oben guckt aber keiner. These plants come from all the territories of the British Empire. Ja.
So, was haben wir? Very strange. Half of the colonial collection is absent. Echt jetzt? Hier hängt aber sonst nichts. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Aha. Achso, hier können wir auch wieder Teen, etwas auf dem Boden, Putzmittel. The smell is strong. It is a detergent. Jo. Steinsplitter. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Ja, dann steck mal ein. Und wir könnten immer noch Teen. Machen wir dann aber, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn wir auch das Belüftungsgitter-Auslassteil hier näher betrachten. Also dann bis zur nächsten Folge.